Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video geht es um das D42 Adventure System. Und zwar möchte ich mit euch jetzt ein bisschen Step by Step durchgehen, wie man diese Software installiert, beziehungsweise wo man sie herbekommt, wie man sie installiert und das Ganze dann auf den Original Commodore dann packt. Ja, zu empfehlen ist auf jeden Fall ein Original Commodore und halt eben eine passende Floppy. Das wäre so die Grundvoraussetzung, die ich jedem nur empfehlen kann. Was braucht ihr noch? Dann braucht ihr noch einen Block, einen Stift und eine Karte. Auf die Details gehe ich jetzt im Laufe des Videos gleich drauf ein. Aber zuerst mal switche ich um auf den Desktop-Computer und dann zeige ich euch überhaupt erstmal A, was es ist und B, wo ihr die Software herbekommt. Das D42 Adventure System bekommt ihr auf folgender Seite her. Und zwar, wenn ihr bei Google mal eingibt D42 Adventure System, dann kommt ihr auf folgende Seite. Auf die Seite Protovision werdet ihr verlinkt. Darüber hinaus gibt es noch einen C64 Wiki-Eintrag und das Buch in so einer haptischen Version bekommt ihr dementsprechend über Amazon. Aber fangen wir mal bei Protovision an. Hier stehen auch nochmal die genauen Voraussetzungen drauf. Hier drüber kann man das dann halt eben bestellen. Das öffne ich mal im Hintergrund. Und hier sind auch nochmal die Minimalvoraussetzungen. Und das ist auch für den 1541 Ultimate bzw. Ultimate 2 dementsprechend auch funktioniert. Und hier drüber könnt ihr die eigentliche Software runterladen. Da klicke ich auch mal drauf. Und hier sind ein paar Screenshots, wie die ganze Software hinterher aussieht. Ja, über Amazon kann man das Ganze einmal als Kindle-Buch bestellen oder so wie ich habe, klassisch als gebundenes Buch. Und das kann ich auch mal ganz kurz zeigen, wie das so aussieht. Ja, und so würde dieses Buch halt eben dementsprechend aussehen. D42 Adventure System. Und hier ist wirklich genau Schritt für Schritt alles ganz gut und sehr detailliert beschrieben. Eine ausführliche Einleitung könnte man eigentlich überspringen mit Kapitel 2. Ja, geht es dann alle dementsprechend los und wird dann genau beschrieben, wie das Ganze, wie die ganze Software aufgebaut ist, über diese Raummatrix. Und genau für diese Raummatrix braucht ihr halt eben dann dementsprechend so eine Karte. Das ist nur ein Beispiel. Also das Ganze wäre praktisch wie eine Karte und kann man dementsprechend dann jede Kachel einzeln dann programmieren und dort verschiedene Aufgaben dann integrieren, verschiedene Grafiken, verschiedene Soundgeräusche und so weiter. Dann geht es weiter mit Kapitel 3, ein Stapel Theorie. Gut, da ist ja noch ein bisschen theorielastig das Ganze, aber ist auf jeden Fall schon eine Grundvoraussetzung, um das Ganze zu verstehen. Wie zum Beispiel Aufbau des Raumfiles, Objekte, Objekt-Sprites, man kann auch bis zu 8 Sprites kann man noch integrieren. Und hier wäre dann auch das erste Screenshot, wo man genau wie klickt. Jetzt zum Beispiel mit den Raumbedingungen ist, das ist sehr wichtig, wie man Flex setzen kann. Wie man was abspeichert, da gibt es verschiedene Dateien, die halt eben abgelegt werden. Ja, was, worauf zu achten ist, schon, dass jeder Raum einzeln abgespeichert wird. Ja, und hier wäre zum Beispiel jetzt der Raum, so wird er jetzt am Commodore 64 dargestellt. Das wäre das gleiche wie meine Map hier. Und hier drüber kann man dann dementsprechend die einzelnen Räume laden und abspeichern. Und hinter jedem Raum sind natürlich andere Bedingungen, andere Grafiken und so weiter. Ja, ich blätter einfach mal nur ganz schnell hier so rum, damit ihr so einen Einblick hiervon bekommt, wie das Buch so aufgebaut ist. Und das finde ich auch schön, dass sofort immer so ein Screenshot mit hinterlegt ist, dass man alles dementsprechend sehr gut nachvollziehen kann. Auf viel mehr gehe ich jetzt auch erstmal nicht ein. Das wird im Laufe der einzelnen Videos wird das mit Sicherheit geschehen, dass ich das Buch immer wieder mal zur Hand nehmen werde und einzelne Sachen hier raus dann zeigen werde. So, wenn man dann das D42 Adventure System heruntergeladen hat, ja, dann muss man das halt eben dementsprechend einfach nur entpacken. Die ZIP-Datei, die brauchen wir dann nicht mehr. Und das wären jetzt die einzelnen Disketten-Image, die man dann hat. Hier wären noch ein paar Tools drin, die könnte ich eigentlich auch mal eben entpacken. Dann machen wir die ZIP-Datei weg. Mal gucken, was hier drin ist, das weiß ich gar nicht so genau. Also zu den Tools kann ich eigentlich jetzt nicht viel sagen. Ganz so wichtig sind hier die Disketten-Image. So, in dem Fall würde ich jetzt einfach hergehen und sagen, ich packe jetzt die Files, die packe ich jetzt auf meinen Commodore 64 drauf, über eine SSD-to-IEC-Karte. Ja, als nächstes würde ich dann den Commodore erstmal ausmachen
und dann die SD-Karte entfernen, die ganze im PC reinstecken und die dann dementsprechend auf die SD-Karte kopieren. Ich mache mal ein zweites Fenster auf. So, hier oben wäre die Datei aus dem Download und hier wäre die SD-Karte und dann packe ich mir die jetzt hier und dann geht es wieder zurück zum Commodore. Die SD-Karte packe ich wieder hier hinein, mache den Commodore an, lade dann von der SD-to-IEC-Karte, das wäre bei mir Laufwerk 9, ja, starte das Ganze über einen File-Browser. Ich nehme immer den File-Browser 64, der ist ganz okay. Ich muss natürlich Komma 9 nehmen. Und dann schauen wir das Ganze mal an. Hier wäre der Ordner D42. Und hier wären die ganzen Dateien drauf. Und ich sehe schon, der Name war immer noch zu lang. Deswegen ist er jetzt so ein komisches Zeichen. Also ich müsste jetzt da stehen, Fluch, Libelle. Das muss ich dann nochmal korrigieren. Und hier wären die Tools drin, die interessieren uns erstmal nicht. Für uns erstmal am allerwichtigsten Laufwerk A. Wir schauen mein Image A hinein. So, das Schöne ist, wir haben einen Editor einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Ich nehme natürlich auf Deutsch. Und ich brauche die Datei, einmal den Editor brauche ich und den Player. Und hier sind noch so ein paar Beispielmusikdateien drauf. M0, M steht für Musik und M1, die kopiere ich mir auch gleich mit. Ja, das könnte ich eigentlich sofort machen. Genau, und die Dateien, die werde ich jetzt erstmal auf eine Original-Floppy-Disk kopieren. Ich brauche dazu eine leere D42-Diskette, zum Beispiel so eine. Ich habe schon mal drauf geschrieben, meine Projekte. Ja, ich packe die mal hinein. Und das Ganze mache ich dann am besten mit DRAR-Kopie. Ein anderes Kopierprogramm geht auch, aber ich nehme halt im DRAR-Kopie, weil es sehr gut ist, wenn man eine SD2IC hat und eine Original-Floppy. Da klappt der Zusammenspiel mit diesem Kopierprogramm sehr gut. Das wäre jetzt meine frisch formatierte, leere D42-Projekt, nenne ich es einfach mal Projekt-Diskette, worauf ich jetzt dementsprechend alle Arbeiten für dieses Projekt erledigen werde. Um das zu machen, brauche ich bestimmte Dateien und die kopiere ich mir jetzt, wie gesagt, aus dem Image heraus, aus dem Download. So, und das muss ich erstmal hineinwechseln. So, hier wäre das Original Directory mit den beiden Image. Ich brauche das Image A, aber ich brauche hiervon jetzt nicht alle Dateien. Ich brauche zum Beispiel den Editor. Dann drücke ich auf Copy. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich jetzt jede Datei einzeln anklicken muss. Gut, ist jetzt halt so. Aber es sind ja, glaube ich, insgesamt nur 5 Dateien. Insofern passt das schon. So, und neben dem Editor brauchen wir noch den Player. So, und dann kopiere ich mir noch die Musikdateien M0 und M1. Und wie man oben sieht, M0 wäre auch kopiert, 13 Blocks, okay. Und zum guten Schluss noch die M1, die hat 11 Blocks, ich drücke auch wieder C. Und dann wäre ich mit dem Kopieren als solches auch fertig. So, ich resette den Commodore. Lara's Directory. Und ich sehe die Dateien, die ich kopiert habe. Oh Wunder, oh Wunder. Ja, bis dann mache ich ab jetzt alle Programmierarbeiten, ich nenne es mal Programmierarbeiten, mache ich jetzt nur noch über die eine Projektdiskette. Hier habe ich den Editor drauf und den Player drauf. Und wenn irgendwann das Projekt komplett fertig ist, dann kann man den Editor theoretisch wieder löschen. Den braucht man dann nicht mehr. Ich starte in den Editor hinein. Mache das Ganze mal lieber ohne Fastloader. Aber wie gesagt, das lebt man jetzt nur einmal, den Editor. Ja, und den Player dann einfach nur zwischendurch zum Testen halt eben, ob alles funktioniert. Ja, und wenn das Spiel dann fertig ist, dann würde ich den Player also einfach umbenennen.
sagen wir mal, wenn das Spiel jetzt heißt, keine Ahnung, Maniac Mansion 2, dann würde ich jetzt reinschreiben, Maniac Mansion 2 als Beispiel. Ne? So, dann klicke ich auf Run. Ja, und damit wären wir im D42 Adventure System Editor. Und hier drüber werde ich das ganze Adventure jetzt in dem Sinne schreiben, programmieren, wie man es auch immer nennen will. Ja, diese Software ist zuletzt 2016 optimiert worden. Ich glaube, entstanden ist sie aus den frühen 90er Jahren und wurde immer mal wieder optimiert. Und der Stand ist auf jeden Fall jetzt so, dass man damit prima arbeiten kann. Vielen Dank an Out of Order Softworks, dieses Programm mit kostenlos zur Verfügung stellen. Wie gesagt, habe ich vorhin da gezeigt, wo man es herunterladen kann. Das Ganze ist Freeware, also das kann man wirklich ohne Bedenken dann auch benutzen. So, wir bereiten jetzt als allererstes, macht man nur einmal, die Projektdiskette einmal vor. Und dann sage ich ihm Datei speichern. Alle Datenfiles automatisch überschreiben, ja. Das dauert jetzt einen Moment, wenn man alle Dateien überschreibt oder erstellt, dann dauert es beim ersten Mal ein bisschen länger. In der Zeit trinke ich einen Schluck Kaffee und dann passt das schon. So, dann kann man sich hier noch Directory anzeigen lassen. Und so sieht das dann jetzt aus. Ja, wie viele Räume man im Endeffekt hinterher hat, weiß man ja vorher noch nicht. Dass man mehr als einen Raum hat beim Adventure, ich denke mal selbsterklärend. Wir sind jetzt hier in den Raum minus minus. Also noch befinden wir uns in überhaupt keinen Raum. Deswegen müssen wir erstmal sagen, in welchen Raum wir jetzt praktisch starten wollen. Raum wäre, habe ich ja gesagt, die Map hier. Wie so eine Karte muss man sich das vorstellen. Und die Besonderheit ist jetzt, dass das Programm immer bei Raum 00 beginnt. Ob man da seinen eigentlichen Startpunkt haben möchte oder nicht, ist aber trotzdem so. Man fängt immer bei 0 an. Das Programm ist so aufgebaut, wenn er lädt, im Raum 00 beginnt man. Und deswegen fangen wir auch sofort mit Raum 00 an. Wir sagen einfach Speichern unter und sagen ihm 00. Und jetzt sehen wir auch, dass wir unsere ganze Programmtätigkeit bezieht sich jetzt immer auf den Raum 00. Und damit fangen wir jetzt auch an. So, ich würde als erstes erstmal mit den Raumbeschreibungen anfangen. Da wir jetzt noch nicht wissen, wo finden wir diesen Text, Raumbeschreibung. Ne? Wenn ich jetzt das Spiel erstelle, wann tauchen die Raumbeschreibungen auf? Deswegen bin ich jetzt hergegangen und habe dann gesagt, einfach jetzt nur mal so zum Testen, das sind die, da schreibe ich dann in Gänsefüßchen, Raumbeschreibungen, Gänsefüßchen oben. Es gibt sogar ein Ü, gibt es hier sogar auch, in dem Fall wäre das jetzt die Taste Add. Für den Raum 00. So, weil darin befinden wir uns jetzt. Mit F1 komme ich hier wieder raus. Dann hätten wir hier die Raumtexte. Dann muss ich einmal auf Ändern klicken. Das sind hier die Gänsefüßchen. Raumtexte. Für den Raum 00. Ne? So, wie komme ich hier nochmal raus? Mit F1 und sage ihm dann OK. Und hier über Plus und Minus kann man mehrere Texte anlegen. Dann können wir noch dabei schreiben. Hier unten steht ja Text $0. Das machen wir auch nochmal eben. Text $0. So würde ich erstmal anfangen, damit man überhaupt das ganze Programm erstmal versteht. Drücke dann F1 und sage ihm, komm, ich mache nochmal einen zweiten Text. Genau, und bei 3 ist jetzt leer, da habe ich nichts eingegeben. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich fange bei Text $0 an. Dann kommt $1 und $2. Dann sage ich mal okay, dann wähle ich hier wieder raus. Dann können wir eigentlich mal sofort testen, ob das mit der Musik klappt. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. So,
$0.00. Das heißt, er möchte jetzt laden Musik 00. Wenn ihr keine Musik haben wollt, dann müsst ihr darauf achten, dass hier FF steht. Weil sonst gibt es nämlich eine Fehlermeldung. Er sucht jetzt nämlich auf der Projektdist, sucht er jetzt nämlich eine Datei mit 00, beziehungsweise je nachdem, was man jetzt hier angibt, mit 01, 02 etc. So, ich sage einfach mal 01, Return. Ich gucke nochmal ganz kurz hier bei Directory auf meine Projektdist, ob das wirklich auch 01, ob es das gibt. So, hier wäre praktisch 00 und hier wäre 01. Genau, und hier steht ja 00. 00 wäre jetzt den ersten Raum, den wir angelegt haben. Jetzt steht hier überall frei. Das heißt, ich bin in Raum 00. Wenn wir jetzt hier oben nochmal gucken und ich ihm wirklich jetzt sage, sieht man das hier oben, alle Richtungen sind frei, dann wird es ja irgendwie ein Problem geben. Richtung Norden und Richtung Westen. Also die muss ich auf jeden Fall blockieren. Deswegen würde ich jetzt in dem Fall, würde ich das jetzt sperren. So, wir haben ja gesagt, Raum 00 gefällt uns nicht. Wir wollen vielleicht mittendrin, genau in der Mitte von der Karte anfangen. So, dann müssen wir natürlich erstmal gucken, wo ist die Mitte der Karte? Bei Raum Laden hätte man eine schöne Übersicht. Also wie gesagt, ist genau das gleiche wie auf meinem Papier hier. Und ich sage einfach mal, ich möchte bei 3.3 anfangen. So, wie gehe ich denn da vor? Dann gehe ich in die Raumbedingungen. Klicke hier auf das Plus. Klicke hier auf den ersten Eintrag. Und sage ihm Sprung zu Raum. So, und dann müssen wir natürlich gucken, wo wollen wir hin. Das müssen wir uns dann natürlich merken. Wir haben gesagt 3.3. Deswegen habe ich hier schon so ein bisschen vorgearbeitet. Hier wäre der Startpunkt. Und hier bei 1 wäre dann für mich der eigentliche Beginn des Spiels. Sag eben 3.3. So. Und hier zeigt er aber sofort an, er macht einen Raumsprung zu Raum 3.3. Perfekt, genau das will ich haben. Gehe ich hier wieder raus. Den Raum 3.3 haben wir noch nicht erstellt. Also machen wir das als nächstes. Erstmal speichere ich den Raum hier wieder. Raum speichern. Genau, Raum speichern 00 ist richtig. Wir müssen eigentlich fragen mit überschreiben. Ja, wir haben ja Veränderungen vorgenommen. So, und jetzt sage ich ihm Raum speichern unter. Jetzt möchte ich ja den Raum 3.3 kreieren. Und jetzt wird der Raum 3.3 erstellt. Jetzt eigentlich mit dem gleichen Inhalt wie 00. Jetzt haben wir praktisch eine Kopie gemacht von Raum 00. Jetzt müssen wir natürlich dementsprechend das Ganze noch bearbeiten. Hier oben sehe ich jetzt, ich bin in Raum 3.3 drin. Jetzt kann ich zum Beispiel jetzt mal in die Beschreibung reingehen. Und jetzt sehen wir natürlich den Text, weil es praktisch jetzt nur eine Kopie ist. Dann müssen wir natürlich noch anpassen. Jetzt befinde ich mich in Raum 3.3. Ja, nachdem ich jetzt die Raumtexte und Beschriftung dementsprechend angepasst habe, ändere ich auch mal das Musikstück. Weil jetzt haben wir nur zwei Musikstücke, den kann ich nur wechseln nach 0 und nach 1. Ich habe keine Ahnung, was da genau hinter steckt. Ob das nur irgendwelche Geräusche sind oder was auch immer. Das weiß ich noch nicht. So, ich befinde mich ja jetzt in Raum 3.3. So, jetzt muss ich mir natürlich jetzt überlegen, ich möchte, dass ich nur nach Norden kann. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Das wäre praktisch jetzt hier mein Startpunkt im Grunde genommen. Kann er nur nach Norden gehen. So möchte ich das ganz gerne programmieren. So, dann muss ich das natürlich jetzt hier auch ändern. Und sage ihm, Norden ist frei, alle anderen sind gesperrt. Das Ganze werde ich jetzt auch noch in der Raumbeschreibung auch nochmal verewigen. Ups, Raumbeschreibung. Schreibt einfach mal rein, du kannst nur nach Norden gehen. Als Beispiel. So, die Raumbeschreibung tritt dann eigentlich immer auf, wenn man einen Raum zum ersten Mal betritt oder wieder neu betritt. Wenn ich in einen Raum reingehe, dann kommt die Raumbeschreibung. Genau, dann kann man irgendetwas machen. Dann geht man in den nächsten Raum rein.
Dann kann man, dann kommt die nächste Raumbeschreibung. Wenn man wieder zurückgeht, dann kommt wieder die Raumbeschreibung. Also immer, wenn man den Raum betritt, kommt als erstes die Raumbeschreibung. So, das sollte auch erstmal reichen. Ich sage ihm jetzt Speicher, Raum 33. Existiert, ja, ist richtig. Ich sage ihm Überschreiben. Das warten wir mal eben ab. Aber ich glaube, ich habe da noch einen Sprung drin. Da muss ich gleich nochmal gucken, ob ich den noch rausnehmen muss unter Raumbedingungen, ob hier der Sprung noch drin ist. Der Sprung ist noch drin und den muss ich jetzt in dem Fall natürlich rausnehmen, weil er soll ja jetzt nicht springen. Das machen wir jetzt auch mal auf 0,0, obwohl das, glaube ich, gar nicht zwingend muss. Ich mache es trotzdem mal. So, jetzt sind die auch mal auf 0,0. Jetzt gehe ich hier nochmal raus und sage ihm nochmal, speichern unterbräuchern nicht, auf 33, das bleibt ja. Überschreiben, ja. So, und damit wäre mein Adventure fertig und wir können starten. So, wir machen sofort einen Test, ob das, was ich jetzt hier so kreiert habe, ob das überhaupt alles so passt. So, ich kill mal eben meine Final Cartridge. Und jetzt darf ich natürlich nicht über den Editor reingehen, sondern über den Player. Jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich bin auch mal selbst gespannt, ob das auch mit der Musik so klappt. Aber von der Theorie her sollte das auf jeden Fall jetzt funktionieren, dass wir für die beiden Räume eine unterschiedliche Musik haben. So, ich runne das Ganze. Also dieser Text ist standardmäßig vorgelegt, den bekommt man also auf jeden Fall nicht weg. Also das ist richtig gut, das Lied. Also das behalte ich, glaube ich. Also das macht doch schon mal was her, ne? Also das hat schon mal soweit funktioniert. Ja, wie man sieht, einen kleinen Tippfehler. Du kannst nur nach Orden gehen. Das soll natürlich nach Norden heißen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht das Menü auf. Jetzt geht extra mal falsch. Und das funktioniert nicht. Und nach Norden. Jetzt lädt er natürlich. Jetzt habe ich natürlich einen Ladefehler, weil ich den nächsten Raum noch nicht erstellt habe. Also, wir schließen darauf. So funktioniert auf jeden Fall schon mal die Programmierung mit den Richtungen, mit den ersten Texten. Und sogar mit Musik. So, und jetzt geht es natürlich in weitere Details hinein. Dazu starte ich nochmal den Editor. So, das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!